Hallo, ich zeige in diesem Video, wie man Bilder für den Shop Region Seetal einrichtet, schneidet. Wir haben bestimmt uns Bildgröße 1200 mal 868 Pixel ist. Wir machen das einmal so, dass wir es Bitmap auftun, in dieser Größe 1200 mal 868 Pixel auf 72 dpi das erstellen und dann das Originalbild auf, zum Beispiel das da, und das kopieren, Ctrl A, Ctrl C, und du das da einfügen und dann mit Ctrl T einfügen mit Ctrl V. Mit Ctrl T kann ich dann das skalieren. Die Funktionen sind sonst überall rum. So, tu das eigentlich auf Größe skalieren, den Ausschnitt richtig einstellen und sagen okay. Jetzt ist das Bild auf die, mit dem richtigen Ausschnitt und kontrolliert auf die Auflösung eingestellt. Ich kann da weitere Ebene hinzufügen. Ich kann da ein nächstes Bild nehmen, weitere Ebene öffnen, so, Ctrl A, alles markieren, ganz zurück auf mein Bild, mache Ctrl V und tue wieder Größe einstellen und Ausschnitt. Es geht vor allem darum, dass wir so eine Kontrolle haben über den Ausschnitt. Genau, sage wieder okay und das Ding ist eingestellt. Und jetzt, jetzt sehen wir da, wir haben zwei Ebenen. Wenn ich jetzt das Bild speichere, so, dann habe ich das Bild in einem JPEG, das exportieren für Web. Und da ja das System beim Darstellen vom Bild alles nochmal komprimiert, können wir eigentlich auch die Qualität auf sehr hoch lassen. 80% speichern das Bild. Geben ihm den richtigen Namen, wo jetzt bestimmen ist. Jetzt habe ich das Bild gespeichert. Kann ich das ausblenden, exportieren für Web. Die Einstellungen sind immer noch die gleichen. Und gebe den richtigen Namen. So, und habe das Bild gespeichert. Und da jetzt die Bilder da zur Verfügung. Richtig eingestellt, richtigen Ausschnitt, richtige Proportionen. Und sie sind nicht zu fest runterkomprimiert. Das heisst, die fertige Komprimierung passiert dann auf dem System vom Shop. Besten Dank.